Na, was ist das, was der Markt aktuell macht? Schafft er es denn noch nach oben oder eben nicht mehr? Im Moment, da hängt das Bild ein bisschen. Der DAX, der ist sehr bemüht gewesen, aber so richtig nach oben geht es nicht mehr. Der Markt kommt nach unten und der Dow und der S&P, da tun es ihm gleich. Also die Indizes, die sind tendenziell im Moment nicht unbedingt auf Stärke. Zumindest mal, wenn man im Stundenchart so die letzten vielen Stunden anguckt, da kann man sehen, dass es, naja, doch ein wenig nach unten gegangen ist. Und das gibt jetzt eine wunderschöne Idee aus meiner Sicht, die ich Ihnen gerne mal empfehlen will, sie sich selber mal anzugucken. Vielleicht finden Sie da eine Möglichkeit, in den Markt reinzukommen. Ich finde die nämlich sehr, sehr attraktiv. Eigentlich könnte man die für den Trade des Tages schon nutzen, aber wir haben uns für was anderes entschieden, nämlich Gold müsste bei uns heute Trade des Tages werden. Gucken Sie sich's mal an. Das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Idee, die dahinter steckt. Aber ich habe es eben angedeutet, die Indizes, zum Beispiel der DAX, kann aber auch der Dow oder der S&P sein. Suchen Sie sich Ihren Liebling dort raus. Wir haben folgende Situation. Wir sind ja sehr stark in den letzten Wochen nach oben gegangen. Wochen, ich weiß es gar nicht, aber viele Tage auf jeden Fall sind wir nach oben gegangen. Doch, doch, es waren, glaube ich, schon Wochen. Und so seit den letzten vielen Stunden, seit dem Hoch ist der Markt nach unten unterwegs. Und jetzt vergleichen Sie mal die Bewegung, zum Beispiel beim DAX, dann sehen Sie, dass die Abwärtsbewegung doch, naja, relativ flach, relativ hängend, wackelig ist. Dieses klassische, wenn Sie beide Seiten mal miteinander vergleichen, dann sehen Sie relativ eindimensional, relativ zügig nach oben unterwegs, zwischendurch mal Rücksetzer, aber immer wieder Schübe nach oben. Wenn Sie die Abwärtsbewegung jetzt angucken, das sieht doch sehr nach Verschnaufpause aus. Und das ist bei den Amerikanern nicht groß anders. Im Gegenteil, ich finde das Bild da ähnlich gut. Muss man dann gucken, S&P und Dow sind ein bisschen abweichend, aber das Wesentliche, der Tenor ist dort genauso zu erkennen. So, und jetzt gibt es daraus eigentlich nur zwei Sachen, die man ableiten kann. Entweder der Markt geht nochmal wieder weiter nach oben, wenn die Verschnaufpause vorbei ist, oder er fällt nach unten weg. Ja, was ist das für eine Aussage? Mensch, Born, werd doch mal konkret. Nein, so ist das beim Traden. Aber das Tolle ist, damit kann man durchaus landen. Und zwar auf folgende Art und Weise. Wenn der Markt das letzte Zwischenhoch, das ist für mich immer ein möglicher Einstieg, den ich sehr sinnvoll erachte. Man kann auch einen Trendkanalausbruch nehmen. Das ist aber immer etwas ungenau, weil man manchmal verschiedene Trendlinien auf der Oberseite beispielsweise anlehnen kann. Aber wenn er das letzte Zwischenhoch, nicht das Hoch, was er jetzt vor ein paar Tagen oder vor ein paar vielen Stunden hatte, ich sage das mal so, nicht das meine ich, sondern das, was auf dem Weg nach unten, da gibt es ja immer dieses Wackeln hin und her, und das letzte Zwischenhoch, das wäre im Prinzip eine Einstiegschance. Wenn Sie nicht so ganz sicher sind, gucken Sie sich unseren Goldtrade im Trade des Tages heute an. Da wird das im Prinzip auf der anderen Seite erklärt, wobei ich dazu sagen muss, der Einstieg, den wir dafür jetzt rausgesucht haben, das ist eine Stufe aggressiver, denn streng genommen müsste man bei Gold, lesen Sie sich selber durch, auf einem etwas anderen Punkt einsteigen, eine Nummer tiefer. Aber ich glaube, man kann, dadurch, dass wir den Trendkanal nach oben durchstoßen haben, oder hätten, wenn wir unseren Einstieg, den wir gewählt haben, hier durchstoßen hätten, ist es eigentlich eine ganz gute Chance, da schon reinzugehen. Das gleiche Prinzip können Sie natürlich auch verwenden, wenn Sie jetzt hier auf die Indizes gucken, nur auf der Oberseite jetzt in diesem Fall. So, also, falls der Markt tatsächlich nach oben will und dann dieses letzte Zwischenhoch durchstößt, ist die Fortsetzung im Trend durchaus relevant, wie Sie mit Stops umgehen und so weiter. Das lesen Sie aus unserem heutigen Trade des Tages. Prinzip ist genau das Gleiche. Sie müssen es nur übertragen auf die entsprechenden Werte. Wenn der Markt aber jetzt das nach oben gar nicht schafft, was wir ja noch nicht wissen, dafür ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz schlecht, aber wir wissen nicht, ob er es tatsächlich macht. Wenn er es nicht schafft, dann haben wir natürlich die Chance hier auf der Abwärtsseite, denn Potenzial für einen Rücksetzer wäre ja durchaus noch gegeben. Wie kommt man dann rein? Na, im Prinzip genauso, nur auf der kleineren Zeitebene, wenn der nächste Schub dann tatsächlich kommt, also wenn der Kurs dieses Wackelige nach unten dann mal verlässt und doch eher ins Abstürzen gerät, können Sie bei der nächsten Hochwackelei genau das gleiche Prinzip wieder aber auf der Shortseite dann verwenden. Das ist aus meiner Sicht so einfach eigentlich immer wieder zu sehen. Keine Sorge, auch wenn ich das jetzt hier wie Bilderbuch und wie einfach erkläre, Sie werden auch damit keine hundertprozentige Trefferquote haben. Das ist einfach beim Traden nicht gegeben. Aber die Chancen, damit ganz falsch zu liegen, sind relativ gering, und damit regelmäßig falsch zu liegen, sind auch nicht so besonders hoch. Also Sie werden schon feststellen, dass Sie damit tendenziell nicht ganz so übel fahren,
Wir haben das hier im Trade des Tages ja über die letzten 2 Jahre fast schon relativ deutlich gemacht, dass man damit durchaus landen kann und auch eine positive Performance erzielen kann. Also schauen Sie sich das mal an. Terminlich heute nicht so arg viel auf der Liste, zumindest mal aus meiner Erinnerung. 14:30 sind die Zahlen aus, also Ihre Zeit hier, Sie sehen es, ist schon dunkel, aber 14:30 in Deutschland. Da sind die Zahlen zur Arbeitsmarktdaten, aber die wöchentlichen natürlich nur, also die Weekly Initial Claims. Das ist nicht ganz so dramatisch, aber vielleicht gibt es da ein bisschen Bewegung, vielleicht die Initiation für die nächste Bewegung. Deshalb behalten Sie das mal auf dem Plan, beziehungsweise wenn ich drauf gucke, möglicherweise, wenn Sie das Video sehen, ist das schon gerade eben vorbei. Also insofern haben Sie da die größten Klippen heute auch schon umschifft und vielleicht schon den ersten kleinen Startbaustein für die nächste Bewegung dann schon bei sich im Chart zu sehen. Ihnen wünsche ich für heute alles Gute, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. Ich drücke Ihnen die Daumen dafür. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie dann mögen. Lesen Sie den Trade des Tages noch, verpassen Sie nichts, wer Chart drum. Ihnen alles Gute mit ein paar Eindrücken hier aus Tokio. Alles Gute.